So, wollen wir noch ein bisschen Musik hören? Ja? Okay. Nochmal einen Riesenapplaus. Für die Lettmoor und Morgan. Jetzt kommt gleich nur Morgan. Ich wollte noch kurz ein, zwei Sachen loswerden. Und zwar bin ich nicht der Meinung, dass es einen bösen Herrscher der Welt gibt, so wie gerade in dem Vortrag. Ich glaube nicht, dass es ein großes Grundübel gibt, das wie eine Spinne die ganzen Fäden dieser Welt lenkt. Ich glaube sehr wohl, dass es viel gibt es auf dieses, was hier falsch läuft, ja? Und wir sind alle mit daran beteiligt, weil wenn wir nicht zu McDonald's laufen würden, dann könnte McDonald's nicht diese ausbeuterische Scheißfirma sein, die sie nun mal ist. Und wenn wir nicht zu H&M gehen würden, dann könnten die nicht überall die Kinder ausbeuten, weil das nicht möglich wäre. Es liegt an unseren Entscheidungen. Wir haben systemische Probleme. Das System ist unser Feind und nicht irgendwelche einzelnen Personen. Das wollte ich nur ganz kurz klarstellen. Hallo von mir auch, schön, dass ihr alle da seid. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich noch nicht. Ich bin Morgan, bin auch aus Wien zusammen mit Killers More angereist und freue mich total, heute hier für euch spielen zu dürfen. Und ja, ihr hört jetzt ein paar meiner eigenen Songs und der erste heißt Für eine bessere Welt. Und da geht es darum, wie ich mir eine bessere Welt vorstelle. Was dich am Boden hält der Sonne entgegen aus
um der Stube weit zu fliegen. Dann spreize deine Flügel aus Gedanken werden Taten. Bewusstsein will ich schaffen. Noch ist es nicht zu spät und gemeinsam können wir stoppen, wenn wir den Weg des Friedens gehen. Willst du die Welt verändern, verändere dich selbst, befreie dich von den Ketten und Ding, was dich am Boden hält. Der Sonne entgegen das Einzige, was zählt. In dem nächsten Song geht es darum, dass mir zu der Zeit, als ich den Song geschrieben habe, aufgefallen ist, als ich unterwegs war und durch die Straßen ging und die Menschen betrachtet habe, in ihre Gesichter geschaut habe, ist mir aufgefallen, dass sie alle sehr traurig aussehen und alle sehr ernst reinschauen. Und das hat mich damals ziemlich schockiert und erschreckt. Und ich habe das damals erst so realisiert, dass so viele Menschen eigentlich unglücklich sind und frustriert und eigentlich so ein ganz anderes Leben führen möchten eigentlich, was sie eigentlich führen. Und dann habe ich einfach darüber ein Lied geschrieben, dass es eigentlich darum im Leben geht, dass wir unsere Herzen wieder öffnen, weil viele, viele Menschen ihre Herzen leider verschlossen haben. Und dass wir das machen, was uns glücklich macht und unseren Herzenswunsch leben, das ist sehr wichtig. Deswegen macht euch selbst glücklich.
jeder Meister nahm von uns. Doch mittlerweile weiß ich es, vielleicht kann einer diese Kunst. Wenn ich so durch die Straßen gehe und diese kalte Masse sehe, es scheint ja wirklich schwer zu sein, einfach nur nett zu sein. Und du sitzt da und schaust nur zu, und das soll Liebe sein. Da frag ich mich doch ernsthaft, wie muss dann die Hölle sein? Ich träum mich lieber ganz weit weg in eine andere Welt, wo Liebe in den Venen fließt und Glück aus Glas bin ich fließt. Es ist kalt, und zu spät um zu verzeihen, es ist kalt. Seine Tür, die Kälte will auch nur zu dir. Lass ihn nicht herein. Zusammen können wir Liebe sein. Öffne deine Tür, die Kälte will auch nur zu dir. Lass ihn nicht herein. Zusammen können wir Liebe sein. Öffne deine Tür, es ist wahr. Ich spiele noch einen Song für euch. Und das ist ein ganz wichtiger Song. Der heißt nämlich Wir sind eins. Und da geht es darum, dass wir uns nicht mehr untereinander spalten lassen dürfen oder zerteilen lassen dürfen, uns gegeneinander aufhetzen lassen. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Wir sind alle Menschen und wir sind alle aus einer großen Familie. Wir sind alle aus demselben gemacht und wir gehören alle zusammen. Und das müssen wir uns einfach immer wieder bewusst werden und erkennen, dass wir alle eins sind. Ich bin wie du und du bist wie ich, wir sind alle Menschen.
sind schon aus demselben Netz gestellt. Wunder des Lebens, voll Energie, wir werden was bewegen, jetzt oder nie. Das Blatt zu wenden, die Macht der Konzerne jetzt zu beenden. Und wenn ihr auch kein Licht mehr seht, dann leitet euch das Herz den Weg. Sucht mich im Außen, findet nach innen. Für den Frieden erheben wir unsere Stimme. Dürft doch gerne mitsingen. Wir sind eins, es gibt schon? Oder was ist los mit euch? Ich höre euch gar nicht. Was ist los? Ich möchte es gerne mit euch zusammen singen. Viel Spaß beim Rest der Mahnwache. Ich spiele nachher noch mal was. Bis dann. Ja, danke, Morgan.